Moin, ihr wollt also wissen, wie man den Palsee knotet. Mit dem Palsee erhält man ein Auge, das sich nicht zuzieht. Ja, man macht erst, man hat hier ein Tau, schlägt erst so ein Auge, nimmt dann das Ende, packt es in das Auge rein und geht einmal um das Seil herum. Und geht durchs Auge wieder von unten durch. Dann sieht der Palsee etwa so aus. Wenn er sich jetzt zuzieht, dann bleibt dieses Auge gleich groß. Und nicht wie bei einem Lasso, ein Cowboy-Lasso oder so, was sie es ja um einen Finger ziehen. Das ist schon der ganze Palsee. Normalerweise wirft man das ja um einen Poller rum, um das Boot festzumachen oder so, oder um irgendeinen Ring. Habe ich alles nicht, deshalb habe ich hier mal ein Vorhängeschloss mitgebracht. Das soll jetzt mal als Ring herhalten. Und das ist ja der Normalfall, dass man den Palsee um etwas herum macht. Also jetzt legt es jetzt durch den Ring durch, mache mein Auge und gehe mit dem einen Stück wieder in das Auge rein. Um das von unten kommende Seil, hier hängt eigentlich mein Boot dran, an diesem Tau. Und um dieses Tau, wo mein Boot dran hängt, gehe ich durch und wieder durchs Auge durch. Tada! Ziehe das Ganze fest. Jetzt habe ich wieder ein Auge, ich halte hier mit dem einen ein bisschen fest, das sich nicht zuzieht. Die Größe von diesem Auge bleibt gleich, egal wie doll ich hier dran ziehe. Und das ist schon die ganze Herrlichkeit des Palsteaks.